Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 6. Juni 2023. Habt ihr schon einmal bemerkt, wie gut ihr euch in der Gesellschaft von jemandem fühlt, der ganz und gar bei euch präsent ist? Derjenige ist ganz da, ohne zu urteilen oder zu bewerten, und genießt es einfach, mit euch in diesem Moment zu sein. Es ist immer ein wunderbares Gefühl, gesehen, gehört und angenommen zu werden. Es fühlt sich an wie die Energie von zu Hause, wie ein heiliger Raum. Wir fragen euch nun, wie sich euer Leben verändern würde, wenn ihr damit beginnen würdet, dies für euch selbst zu tun. Wie viel mehr Leichtigkeit würdet ihr dabei erfahren, einfach ihr selbst zu sein? Ist es das, wonach ihr euch die ganze Zeit gesehnt habt? Ist das alles, was ihr braucht, um euch als das wunderbare Wesen, das ihr wirklich seid, weiterzuentwickeln? Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wie fühlt man sich in der Gesellschaft anderer? Da habe ich jetzt kurz nachgedacht und ich fühle mich immer gleich. Das liegt aber an mir. Ich habe ja doch einige Menschen kennenlernen dürfen jetzt in meiner Zeit des Outens, ja, über den Kanal. Da bleibt es nicht aus, dass man doch den einen oder anderen einfach mal trifft. Und ich habe ja gestern auch schon darüber gesprochen, dass ich es auch nicht wirklich merke, wenn jemand sehr Negatives mit mir kommuniziert. Und obwohl ich den Unterschied dann schon erkenne, ja, wenn jemand nicht ganz frisch ist, würde ich es mal so sagen, und wenn jemand wirklich wunderbar entwickelt ist und ein erweitertes Bewusstsein hat. Aber ich selbst, ich fühle mich nicht wirklich anders. Und was ich gestern gesagt habe, dass ich bemerke, wie diese Kommunikation auf andere wirkt, das hat ja erstmal nichts mit mir zu tun, sondern ich bemerke dann natürlich die Art und Weise, wie mein Gegenüber, also ich habe den Gaming-Stream da gestern erwähnt, auf andere wirken muss, weil er so ist, wie er ist. Achso, ja, dann möchte ich mal was vorlesen. Ich habe mir was weggespeichert für genau heute scheinbar. Ein Zitat. Selbstliebe ist so ein großer Begriff. Denke nicht, dass es bedeutet, dass du nie zweifeln darfst, nie traurig sein darfst, nie wütend auf dich sein darfst oder nie ratlos sein darfst. Du musst dich nicht 24 Stunden am Tag lieben und auf Wolken schweben. Wichtig ist, dass du sanft zu dir bist, dich mit allen Eigenschaften akzeptierst und keinen Krieg gegen dich selbst führst. Ja, und da muss ich wirklich sagen, wow, was für ein Blödsinn. Und zwar, ja, Zweifel ist was anderes und traurig sein darf man natürlich und man darf sowieso alles, ja, das ist jetzt nicht der Punkt, aber wütend auf sich selbst zu sein, ist wirklich ein Zeichen von fehlender Selbstliebe. Das ist nämlich genau der Unterschied und da unten steht es ja dann wieder, dass es wichtig ist, dass man sanft zu sich selbst ist, sich mit allen Eigenschaften akzeptiert und keinen Krieg gegen sich selbst führt. Aber wenn ich wütend auf mich selbst bin, weil ich irgendwas nicht hinbekommen habe, ja, dann ist es ja ein Zeichen von fehlender Selbstliebe. Das ist ja auch das Thema, warum viele Menschen sich da selbst im Weg stehen. Und ich war da so ein bisschen geschockt, als ich das gelesen habe, weil es so rausgestochen ist, dass es bedeutet, Selbstliebe würde nicht bedeuten, dass man nie wütend auf sich sein darf. Ja? Wie gesagt, dürfen darf man alles. Nur wenn man wirklich wütend auf sich selbst ist, dann muss man da genau hinschauen. Dann ist der Kritiker zu laut. Wann soll ich denn wirklich wütend auf mich sein? Ja? Wenn ich was anbrate? Wenn ich was runterfallen lasse? Oder wenn ich was nicht verstehe, etwas nicht hinbekomme? Ich war zum Beispiel auch nie wütend auf mich, wenn ich in der Schule nicht gut war. Ich habe das nicht gegen mich gerichtet.
Ich habe Prüfungen nicht gemacht, ja? Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich dumm bin. Ich habe aber gewusst, dass es einige Menschen auf dem Planeten gibt, die viel schlauer sind als ich. Also es gibt Menschen, die können sich Dinge viel besser merken. Wenn die etwas lesen, dann wissen sie es. Und ich gehöre sicher zu denen dazu, die sich das Wissen auch erarbeiten müssen. Ich darf das Buch dann nicht nur einmal lesen, ich muss es garantiert mehrmals lesen, damit sich alle Details bei mir im Verstand einprägen. Also ich habe niemals irgendjemandem gegenüber behauptet, dass ich ein Genie wäre. Zum Beispiel. Wo ich aber wirklich Krieg gegen mich geführt habe, das war in der Musik, an der Gitarre. Verzweifelt bin ich da schon. Ich habe wirklich in jungen Jahren, wir haben ja recht früh angefangen. Wir haben mit 17 dann angefangen zu proben und Anfang 20 habe ich nicht selten im Proberaum meine Gitarre in die Ecke geschmissen. Ja? Ich bin dann sofort hinterher und habe geschaut, ob irgendwas kaputt gegangen ist. E-Gitarren sind relativ stabil. Ja? Ich habe es auch immer geschickt in Richtung Couch dann geworfen. Ja? Aber ich war so unzufrieden mit mir selbst, ob meiner musikalischen, motorischen Fähigkeiten vor allem. Das war schon wirklich gruselig. Und natürlich war das ein Ausdruck von überaus deutlicher fehlender Selbstliebe. Selbstliebe war sofort mein Thema, als ich erwacht war. Ich habe sofort erkannt, oh mein Gott, da habe ich wirklich Nachholbedarf. Und ich kannte vorher das Thema Selbstliebe auch nicht. Ich hatte mich mit psychologischen Themen nie wirklich auseinandergesetzt. Und wenn es hier von Erzengel Gabriel heißt, dass man in der Gesellschaft eines Menschen, der ganz da ist, ohne zu urteilen oder zu bewerten und der es genießt, mit uns in diesem Moment zu sein, dann löst es ein wunderbares Gefühl aus, gesehen, gehört und angenommen zu werden. Und es geht ja darum, dass man sich das selbst geben kann. Und das ist so wichtig, weil wir dürfen uns vom Außen nicht abhängig machen. Abgesehen davon sind wir ja diejenigen, bei denen sich die anderen so fühlen sollen. Ja? Also, wenn wir uns schon nicht mal wohlfühlen in unserer Gesellschaft, wie soll das dann anderen gelingen? Und ich spreche hier nicht von Highlights. Es gibt immer Highlights. Jeder Mensch fühlt sich mal gut und jeder Mensch kann auch mal mit seiner guten, hohen Schwingung andere positiv beeinflussen. Nur hält man diese Schwingung? Wie fühlt es sich an, morgens nicht gut gelaunt zu sein? Ich kenne das nicht, ja? Ich hätte sogar Gründe, manchmal nicht so gut gelaunt zu sein, weil ich morgens meine Füße einfach mehr spüre und es sich nicht so toll anfühlt, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie gerade wieder 20 Jahre gealtert und so müssen sich alte Menschen fühlen, ja? Bis dieses Steifheitsgefühl in den Füßen und gewisse Schmerzen auch durch die ersten Schritte dann wieder weg sind. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt immer Angebote, sich nicht so gut zu fühlen. Nur die Frage ist eben, ob man die annimmt, ob man da einsteigt, ob man sich triggern lässt. Es gibt ja ganz vieles im Außen, was einen richtig gut triggern kann. Und ich will nicht ausschließen, dass mich auch noch was triggern kann, aber dann bin ich's nicht selbst, ja? Also, es hatte ja jemand nachgefragt und er hat es schon selbst verstanden innerhalb der Frage, weil es in gewisser Weise eine sinnlose Frage ist, was wäre gewesen, wenn meine Eltern damals die 8.000 Euro nicht bezahlt hätten und ich 7 Monate im Gefängnis gesessen hätte? Ja, dann hätte sich mein Leben natürlich verändert. Mein Kater hätte mich 7 Monate vermisst. Und ich weiß nicht, ob ich meine Wohnung hätte halten können, weil natürlich Spiritscape brach gelegen wäre und ich keinerlei Einkünfte ansonsten hatte. Und es gibt aber noch eine andere Wahrheit, weil es war ja Ende August, Anfang September. Am 2. September habe ich dann das Video aufgenommen, also 2019 war das, und euch davon berichtet, wie sich das angefühlt hat und was ich alles erfahren durfte, weil es war eigentlich nur positiv dort. Was ich aber nicht gemacht habe, dass ich mir irgendwelche Selbstvorwürfe gemacht hätte, dass ich so weit kommen habe lassen. Versteht ihr? Das wäre ja der erste Schritt gewesen, dass man sagt, nein, warum hast du es so weit kommen lassen? Null, überhaupt nicht, ja. Ich war super freundlich zu den Polizisten, die mich hier mitgenommen haben, habe totales Verständnis gehabt für das, was sie jetzt machen müssen, denken, dass sie machen müssten. Und in gewisser Weise, das ist auch eine Wahrheit, wäre ich ja schon lang wieder draußen. Das war Ende August
Und knapp nach meinem Geburtstag, Ende März, wäre ich schon wieder draußen gewesen. Ja? Also, das wäre jetzt keine unglaubliche Zeit gewesen. Und kurz kam mir sogar der Gedanke, dass das gar nicht so schlecht ist, weil ich ja dann einfach viel mehr meditieren kann. Und andere hatten dann gesprochen darüber, wie man sich einen Fernseher bestellt. Und ich habe mir gedacht, ich würde mir da gar keinen Affen machen. Warum brauche ich einen Fernseher? Ja? Also ich habe ja schon bei diesen 3 Tagen gemerkt, dass mir das auch gut getan hat. Und ich bin sicher, dass ich 7 Monate auch locker hätte rumbringen können. Es gab halt eben 2 Sachen, die das kompliziert gemacht haben für mich. Mein Kater, der alte Herr damals schon, und Spiritscape. Dass ich durch Spiritscape, durch meine Arbeit für den Bewusstseinswandel auf der Erde und laut einigen Channelings sogar im ganzen Universum arbeite, ja? Was wir alle tun. Also die Auswirkungen der Erde, das, was hier geschieht, hat große Auswirkungen aufs Universum. Ja? Ich meine mich damit jetzt nicht exklusiv. Ja? Das betrifft auch euch. Alles, was wir hier Positives gestalten und jeder kleine Wachstumsschritt hat riesengroße Auswirkungen auf das gesamte Universum. Das ist herausragend und macht mir auch eine große Freude. Und das wäre schade gewesen. Ja? Andererseits, ja, wie gesagt, also 7 Monate finde ich jetzt nicht so lange. Es ist jetzt schon wieder Mitte 2023. Wir haben den 7.6., auch wenn das Channeling vom 6.6. war, aber ich habe mal wieder bis nach Mitternacht gebraucht, bis ich hier gestartet habe. Das liegt auch daran, dass ich auch gerade wieder relativ viele Uploads und Downloads integriere und mich dann auch nicht immer nur 100% gut fühle. Das liegt aber nicht daran, dass ich Rückschritte mache, sondern es liegt daran, dass ich in Wirklichkeit Fortschritte mache und einfach noch mehr in mich reinfühlen kann und dadurch einfach noch kleinere Schwachstellen wahrnehme, die vorher auch schon die ganze Zeit da waren, die aber jetzt erlöst werden. Und das bemerke ich und es fühlt sich nicht nur gut an. Ich habe euch ja gestern gesagt, wie man so in sich reinfühlen kann. Und wenn ich das zurzeit mache, dann spüre ich so einen gewissen Druck. Also ich muss mich natürlich darauf einlassen. Also das ist jetzt nichts, was ich im Alltag bemerke. Aber wenn ich am See sitze und in eine Art von Meditation mich begebe und auch bete, dann spüre ich, dass ein gewisser Druck da ist. Und der kommt sicher auch von der Dichte, in der wir uns befinden. Weil wenn wir jetzt schon anfangen, in die 5. Dimension reinzuluren, würde ich es mal nennen, also wir können gerade energetisch schon häufig mal Besuche in der 5. Dimension machen, dann bemerkt man diesen deutlichen Unterschied auch zu dieser 3., 4. Dichte, in der wir uns befinden. Und die ist ja auch da. Also man sollte nicht immer alles gleich persönlich nehmen und auf sich beziehen. Oder man erkennt eben, was der wahre Grund dafür ist, in dem Fall, dass ich alte Themen loslasse, dass ich Energien befreie, die noch in mir und auf mich gewirkt haben. Und durch viele Channelings wurde uns schon häufig gesagt, dass sich das nicht immer nur gut anfühlt. Und warum sollte ich dann mir böse sein oder mich nicht insgesamt gut fühlen? Und ja, dadurch entsteht eine große Leichtigkeit. Und da steckt so viel drin in dem Wort Leichtigkeit, weil man vieles auch leicht nehmen kann. Man muss nicht immer alles so ernst nehmen. Dann würde man sich ja sofort Sorgen machen oder andere würden jetzt zum Arzt rennen und sagen, was ist mit meinen Füßen los? Ja? Und da komme ich nicht drauf. Wartet mal, ich habe noch nie gefragt, ob das auch Aufstiegssymptome sind. Ich frage mal kurz. Muss man kurz aufstehen dafür? Ja, tatsächlich sind auch Aufstiegssymptome. Ich liebe das, ja. Und ich habe auch keine Angst vor dem körperlichen Verfall und letztendlich dem Tod. Es ist aber ein Unterschied, ich will jetzt noch nicht sterben. Das ist eine ganz andere Hausnummer, ja. Angst vor dem Tod zu haben oder jetzt einfach zu merken, dass der Weg noch weiterführt und man dafür auch noch den bestmöglichen Körper haben möchte, um sich durch diese Welt zu bewegen. Das sind ja komplett 2 verschiedene Stiefel sozusagen. Physisch kommt übrigens auch eine größere Leichtigkeit in mein Leben, weil ich einfach weniger wiege. Ich habe jetzt schon ungefähr 10 Kilo abgenommen und das seit circa 2,5 Monaten. Also rein rechnerisch, momentan erfülle ich dieses Soll noch, nehme ich 4 Kilo im Monat ab. Ohne irgendeine Diät oder irgendeinen Quatsch, der mir keinen Spaß machen würde. Ich esse einfach Bio-Ananas aus dem Glas von Alnatura.
gemischt mit einem Bio-Kokos-Joghurt. Und davon bin ich schon babsatt. Dann habe ich so ein bisschen diese, ja, versteckten Dickmacher aus meinen Gerichten, in Anführungsstrichen, verbannt. Ich habe den Salat nochmal überprüft. Da kommt jetzt nicht nochmal eine extra Süße rein. Und es sind auch nur 2 Esslöffel Olivenöl mittlerweile. Und das hat einen riesen Effekt, dass ich da eben jetzt zum Beispiel keinen Fake-Schafskäse mehr reinballere. Und ich habe auch schon viel mit Süßkartoffeln gemacht im Salat. Ja, schmeckt super, gebratene Süßkartoffeln. Aber da ist mir gerade nicht danach und das fühlt sich komplett leicht an. Und dann merke ich auf einmal, wow, es funktioniert. Ja, obwohl ich eigentlich gar nichts großartig gemacht habe und mich auch nicht zurückhalte. Ich merke nur schon, dass ich einfach auch weniger Hunger habe als sonst. Ja. Wobei, spannenderweise habe ich mir letztens wieder meine asiatische Suppe gemacht und da habe ich wieder diese fast 9 Liter in 1,5 Tagen weggegessen, sonst aber nichts gegessen. Und da sind allein schon 4 Liter Wasser drin. Aber ich habe dann gedacht, oh, das merkst du auf der Waage. Spannenderweise habe ich mich dann einen Tag später wieder gewogen und dann habe ich sogar abgenommen durch diese Suppe. Ja. Also, das war witzig. Ja. Und da freue ich mich drüber. Ja. Das bringt mich zum Lachen. Ja. Weil ich mich einfach freue, dass jetzt diese schwere Zeit, die ich auch körperlich dargestellt habe, scheinbar vorüber ist. Ja. Man muss immer aufpassen. Ne? Kann sich auch wieder ändern. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber es freut mich. Ja. Und genauso an der Gitarre ist eine gewisse Leichtigkeit entstanden und auch mehr Durchblick. Mir ist vieles deutlich klarer geworden am Instrument und ich konnte dadurch auch meine Technik nochmal ganz leicht anpassen und übe seit ein paar Wochen wieder sehr intensiv jeden Tag. Und es macht auch große Freude und ich komme vor allem voran. Ja. Ich habe einen Aha-Effekt nach dem anderen, nahezu täglich, auch mit kleinen Umwegen, ja, was soll's, und spiele auf einmal schwere Übungen mit einer größeren, Achtung, jetzt kommt's, Leichtigkeit. Ja, und ich kann mir noch besser, und ich schaue mir zurzeit auch relativ viel an, andere Gitarristen anschauen, die wirklich fantastisch sind. Da hat schon früher was mitgeschwungen. Das war kein echter Neid, aber so eine leichte Frustration hat's ausgelöst. Gibt auch immer wieder dementsprechende Kommentare von Zuschauern unter diesen Videos, die dann so schreiben, ja, also jetzt ist klar, ich muss meine Gitarre verkaufen, ja, ich muss aufhören. Aber in Wirklichkeit sollte einen das motivieren, wenn man sieht, zu welchen unfassbaren, wunderbaren Leistungen wir Menschen fähig sind. Und ich muss zugeben, das ist eine lange Zeit her, dass ich mir da viel angeschaut habe und ich merke aber, dass jetzt komplett anders, in einer ganz anderen Energie schaue ich mir das an und kann das auch genießen, ja. Und es motiviert mich dann eben und da sind kein bisschen negative Gedanken dabei. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen geschnitten hier und festgestellt, wenn ich schon so ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen bin, was ich gerade esse, also wie gesagt, diesen Ananasjoghurt selbst zusammengeschüttet, ansonsten kommt da nichts rein. Und Salat esse ich auch häufig, aber dann eben nur Tomate, Gurke, Zwiebel und Karotten. Und dann eben ein sehr leichtes Dressing. Schmeckt wunderbar. Und ich mache mir meinen Smoothie. Den trinke ich über 3 Tage. Jeden Tag ein großes 0,5 Liter Glas. Und meine Körperintelligenz habe ich letztens gefragt, was denn meinem Körper am besten tut. Und dann hieß es der Smoothie. Ja, das ist quasi das Zentrum meiner Ernährung, weil da ist frischer Spinat drin, da sind Kräuter drin, da ist Brokkoli drin und zwar alles in roher Qualität, alles Bio und noch ja, viele Sachen mehr. Das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber nur um es erwähnt zu haben, das ist quasi das Zentrum meiner Ernährung. Bananen und Äpfel sind übrigens auch drin. Ja. Ansonsten verzichte ich da auch auf eine Süßung und vor allem tue ich wesentlich weniger Kokosöl ran als früher. Ja, und all diese Sachen machen mir wirklich unglaubliche Freude zurzeit. Und die Leichtigkeit ist dabei immer ein Grundpfeiler all meiner Unternehmungen. Wie ich gerade feststelle, das ist mir jetzt auch erst während des Podcasts klar geworden, ja, wie viel mehr Leichtigkeit gerade in mein Leben kommt. Und ich bin ja gerade in einer sogenannten Flautenphase und ich würde jetzt keine großen Projekte umsetzen können. Aber diese kleinen Dinge, die bereiten mir gerade große Freude und ich genieße das sehr.
Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Liebe Grüße, euer Wolfgang.